Keine Müdigkeiten, Vorschützen, es geht weiter mit dem T3000 von Reate. Wie das 2,5er von gerade eben, aber eine Nummer größer. Hier mal eine andere farbliche Geschichte mit so grünem Schrauben und natürlich schön schwarzen Carbon Fiber in dem grauen Titan mit silberner Klinge. Ebenfalls hier wieder diese coole Führung hier mit dieser Achse. Das ist alles schon richtig toll gemacht. Framelock, Aussparung, die Toleranzen, die Phasen, die hier, schaut mal, wie hier diese beiden Griffschalenhälfte zusammengehen. Hier hat man sich jetzt mal die Phase gespart, um die hier passgenau einander zu setzen. Sieht fast aus wie ein Monoblock. Irre, oder? Unglaublich. Also diese Maschinenarbeit ist unübertroffen. Kann man nicht anders sagen. Hier, für meine Handschuhgröße, 8,5, ist das schon ein Vierfingermesser. Also wem vielleicht das T2500 als Dreifingermesser zu kompakt ist und sagt, na, ich hätte gern schon die ganze Hand drauf, sollte sich mal das T3000 anschauen. Die Klinge natürlich hier auch cool. Hier haben wir so einen leichten Recurve nach innen, hier nach außen. Hier haben wir nochmal einen Tipp. Scharf. Hier so eine Clippoint Swatch und auch wieder ein Tashi Barucha Design. Sehr cooles Teil. Auch cool. Also die neuen Modelle sind wirklich hammerhart. Das ist eine geile Klinge. Kann man nicht anders sagen. Auch schön hoch, ne? Wie sag ich immer, da kannst du dir dein Mettbrötchen schmieren, ne? Cool. So, nicht lang quatschen, Hauser. Die Masse bitte schön. Ja, aber selbstverständlich. So, wir haben hier wieder 4 und lass mich raten, wir gehen runter auf 0,5. Yep. 4,0,5, das scheint wohl das neue Standardmaß der Maschine zu sein von Reate. Also kräftige Klingen und mit 0,5 aber noch robuste Schneide und trotzdem gute Schneideigenschaften bei 0,5. Wir haben 106 Gramm und noch schnell die Länge. An die kürzeste Stelle 75 mm, ja, gehen wir noch ein bisschen runter, kommen auf 76 mm, also wir können sagen, das ist hier die 3-Inch-Klasse, 175 mm Gesamtlänge, 3-Inch finde ich hervorragende Größe für Everyday Carry, das ist kompakt genug, dass so ein Ding in der Hosentasche nicht zu viel Platz wegnimmt und lang genug mit 3-Inch, um damit auch im Alltag alle möglichen Schneidaufgaben zu lösen. Schaut euch mal das an, wie das passt. Das ist wie gegossen aus einem Stück. Holy moly, das ist wirklich heiß. Und die grünen Schrauben, das ist mal was anderes. Nicht immer blau. Das kommt cool. In Verbindung mit dem Carbon Fiber. Schöner Clip. Diese krasse Klinge, ne? Hier ein Curve hier, hier ein Curve so. Oben die gerade Swatch. Ja. Tashi Barucha, Freund von Güdi. Bei Güdi mal zur Schule gegangen, ne? In die Werkstatt und hat von Güdi gelernt. Tja, der Mann hat alles richtig gemacht, Tashi Barucha Design. Aber wenn man auch die Designs anguckt, die sehen nicht nur futuristisch cool aus, das liegt auch noch klasse in der Hand, ne? Premium Materialien, Top Designer und dann ein Produzent, der seine Maschinen bis ins Mühe im Griff hat. Kann man nicht anders sagen. Okay, genug gequatscht. Wir ziehen weiter zum nächsten.